Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Was heißt zurück? Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zu Let's Play Hexe Game. Ja, wir hacken ein wenig und zwar auf Deutsch. Und mal eine schöne Simulation. Und da ich keine nur 10 Zeichen nehmen darf, nehme ich als GameStar und mit Ton. Genau, all system functioning. Und? Na? Incoming message. Genau, incoming message. Aber vorher ein kleines Intro meinerseits. Wie gesagt, man kann eine Menge lernen. Ich werde erst, übrigens, ich will schon mal ein bisschen für mein Most Wanted, Need for Speed Most Wanted LP ein bisschen üben, richtig zu schneiden. Deswegen werde ich nicht bei jedem Mal, oder was heißt, beim Anfangs, also bei diesem Part und beim letzten Part mich nur verabschieden und so. Auf jeden Fall, es wird erstmal keine Verabschiedung bei jedem Part bei Hexe Game kommen. So, erstmal ein bisschen Grundschulung hier. Ping bedeutet ein PC anpingen, also ob sehen, ob ich den erreichen kann. Ist der online, ist der offline? Ja. Genau, nicht mehr anzeigen. Ich möchte diese Meldung nicht mehr an. Das passiert auch immer, immer, wenn ich was machen will. Ich sag, wisst da, nackt natürlich. Egal. Ja, get file, eine Datei downloaden, Telnet uns da einklinken auf den PC. Auf jeden Fall haben wir eine Nachricht. Titel: Hi, Betreff: Chaos at fakemailadress.com. Hi, S-GameStar, ich setze große Hoffnung in dich. Du hast etwas mehr Erfahrung als andere Leute am PC. Haha. Also denke ich mal, dass es okay ist, wenn ich dich auf die nächste Stufe bringe. Dein erstes Ziel ist es, ein Port-Scanning-Programm zu bekommen. Ich kenne auch einen Computer, auf dem du so ein Programm finden wirst. Du wirst dich in das System einhacken müssen, um an das Programm zu kommen. Diese Datei heißt Portscanner W32.exe. Es müsste in einem Ordner namens Hacktools oder so ähnlich zu finden sein. Hier sind die Angaben, die du für diesen Auftrag brauchen wirst. Seine IP-Adresse ist okay, die kopieren wir uns erstmal. Und der Port 3774 Anonymous Password. Hier können wir übrigens immer wieder reingucken, wenn wir was nicht wissen. Ja. So, erstmal zum Intro mäßig. Das ist unsere IP, die dürfen wir nicht vergessen, aus dem Protokollordner zu löschen. So, was war das? Anonymous und Password. Wir sagen aber erstmal, wir wollen immer erstmal wissen, ist der überhaupt online, der PC? Ich habe das Spiel übrigens bis zur Hälfte durchgespielt. So, es gibt so circa 10 Jobs. Hier steht da Jobs. Und das ist online, das. Und jetzt habe ich natürlich bei dem Gefase wieder. Ach so, 3774. Jetzt klinken wir uns da ein. 3774. Und wir verbinden uns. Genau. War das Anonymous? Und Password. System Alert. Genau. Jetzt haben die hier einen Backtrace gestartet. Also, die wollen mich jetzt zurückfolgen. Sobald ich das Kreuz drücke, wird das so sein. Jetzt geht's los. Also, wenn man das einmal kapiert hat, dann versteht man auch den Rest. Also, zuerst gucke ich erstmal, was die für Ordner haben. Also, CD, ich möchte reinschauen und dir, ich möchte es ausführen. Ganz einfach. Erstmal möchte ich, bevor ich es vergesse, mein Zeugs hier löschen. Ich will nicht, dass sie wissen, dass ich da bin, sonst gibt's Ärger.
Und die IP, die weiß ich aus dem Kopf. 168.0.1.0.0.1. Ja. Das dauert kurz. Und wir müssen zurück. CD. Punkt, Punkt. Dir. Und wir gehen in Hacking Tools. Gut, dass ich das 10-Finger-Schreibsystem erlernt habe. Das bringt einige Vorteile. Und jetzt kopieren wir uns das. Get File. V und los. Was ich ein bisschen doof finde, ist jetzt, dass das lila ist. Ist doch lila, oder bin ich farbenblind? Ich habe ja Rot-Grün-Schwäche. Oder wie heißt das? Rot-Grün heißt das. So, und jetzt können wir einfach, ähnlich wie beim Telefonhörer, auflegen. Auto-Shutdown. Genau. Da kann man sich doch selber mal in die Hände klatschen. Ja. Aber das war nicht sonderlich schwer. Und Incoming Message. Wir haben eine neue Mail bekommen. Gut gemacht, chaos@fakemailadress.com. Gut gemacht, S-Gamestar. Okay, jetzt hast du den Portscanner. Du musst ihn nun installieren. Um das zu tun, gehe nun zu deinem lokalen Download-Ordner. Alles, was du downloadst, wird hier im Ordner gespeichert. Um es zu installieren, gib einfach Folgendes ein. Portscanner W32, so wird die Anwendung installiert und zu deiner Hacker-Toolbar hinzugefügt. Ja, das machen wir erstmal. So, dir. Und CD Download. So. Den würde ich doch gerne mal installieren. Auf geht's. So, jetzt haben wir einen Portscanner. Er wird uns sehr hilfreich sein, aber vorher schauen wir hier nochmal rein. Das nächste Programm, das du brauchst, ist ein Remote File Destroy. Also wir können Daten löschen. Ich weiß auch, wo du es herbekommst. Das ist, da ist so ein verlassener Datenserver, wo ich mal früher gearbeitet habe. Es ist zwar schon länger her, als ich da war, aber hier sind die Angaben, an die ich mich noch erinnern kann. Die IP kopieren wir uns, wie eben auch. Benutze den Portscanner, denn der wird jeden Tag gewechselt. Oh, den Login sehe ich ja zum ersten Mal. Test Trust Null. Die Datei, die du herunterladen musst, heißt destroy-file-w32.exe. Aber ich weiß nicht, in welchem Ordner du sie finden kannst. Ich weiß es aber schon. Du wirst es suchen müssen, aber verfolge das Backtrace-Programm. Lass dich nicht erwischen. Nachdem du es runtergeladen hast, kannst du es genau wie den Portscanner installieren. Vergiss nicht, deine Protokolldatei zu löschen. Viel Glück. Chaos. So, den pingen wir erstmal an, sonst läuft hier gar nichts. Okay, der so... Ja, das sieht nach online aus. Ja, der ist online. Port wissen wir nicht. Dafür aber schon mal die IP. Und da müssen wir immer, ausnahmslos immer, zwischen 2 und 4000 suchen. Geht eigentlich relativ schnell. Wenn man Zeit hat, natürlich. Na, es sind ja nur 2000 Stellen, also geht recht zügig. 3561. So. Genau, tut. Da. Welcome to Mega Sipo Corp File Server. Ey, cool. Aber weiß ich das noch? Test Trust Null. Trust Null. Habe ich das nicht geschrieben? What the? Ach, na. Ach so.
Das war doch eben... Trust Number One soll das heißen. System Alert. Genau. Auf geht's. CD. Punkt, Punkt. Dir. Natürlich weiß ich schon, wo das ist, aber vorher... Bevor ich es vergesse. Denn das kann töricht sein. Dir. Wir können aber... Wenn zweimal dürfen wir failen, meines Wissens nach. Aber beim dritten Mal ist, glaube ich, vorbei. 192.168.010.001. So, CD. Dir. CD. Old Files. Ja. Okay, da musste ich erstmal denken. Was mache ich da? So, kopieren. Get File und Download. Hier sehen wir übrigens, wie schnell die uns schon verfolgt haben. Also, wenn sie schon die dritte Stelle rausgefunden haben, dann sollte man mal Hackengas machen. Ich könnte jetzt hier noch... Oh, der ist knapp dran. Bis... Tschüssi, ihr Idioten. Also hier die, die das nicht hinbekommen, mich zu kriegen. Aha. Und eine Mail. Gut gemacht. Neuer Auftrag. Betreff chaos@fakemailadress.com. Gut gemacht, S-Gamestar. Wie es mir scheint, bist du jetzt gut genug für einen richtigen Hackerjob. Jemand war dumm genug, um eine Datei von jemand anderem zu stehlen. Ich will hier jetzt nichts detaillieren, aber wir brauchen diese Datei. Die Datei, die ich gelöscht haben will, heißt fui-snatchless.doc und ist irgendwo auf der Festplatte vom Ziel. Finde sie und lösche sie. Und während du schon drin bist, könntest du seine Windows-Installation... Hey, das ist gemein. Stilllegen, indem du die Datei win.com vom Windows-Ordner löscht. Die Angaben, die du brauchst. Okay, mal wieder die IP. Unknown. Also rausfinden. Und Master Trust Number One. Wenn du Erfolg hast, werde ich deinen Namen in der Szene rumgeben. Also... Sei nicht überrascht, wenn dich wenn dich ein Fremder anschreibt. Viel Glück, Chaos. Aber vorher machen wir erstmal ein neues Toolbar-Upgrade. Will ich es mal bezeichnen? Dir. CD. Downloads. Nicht hier. Dir. Und ich. Ah, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das andere. Ah, Mann. Egal, ich wollte eh nochmal nachschauen, ob ich das Passwort behalten. Killfile, sehr schön. So. Kopieren. Master Trust Number One. Ist der online? Na, ist der online? Ja, der ist online, aber ich möchte gerne noch den Port herausfinden. Zwischen 2000 und 4000, bitte. Und scanne bitte, ja. Hoffentlich ist das so bei 3000. Das ist manchmal... Naja, was soll's. Das ist aber realistisch. 3193.